Die Ermittlungen zum Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort sind abgeschlossen. Es gibt neue Erkenntnisse zur Brandursache. Laut der Polizei Duisburg gibt es keine Hinweise auf Brandstiftung. Stattdessen wird ein technischer Defekt als Auslöser vermutet. Mögliche Ursachen sind ausgelaufene Betriebsstoffe, Lithium-Ionen-Akkus oder Ähnliches aus den Schrottautos. Am Donnerstag, 10. August, waren auf dem Recyclinghof der Firma TSR Recycling im Hafen hunderte Tonnen Schrottautos in Brand geraten. Die riesige Rauchwolke war auch in Essen und Bochum sichtbar. 250 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Die Beratungsstelle für Wohnungslose in Duisburg ermöglicht nun digitale Teilhabe für arme und wohnungslose Menschen. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass viele von ihnen keinen Zugriff auf digitale Angebote haben. Deshalb wurden in der Beratungsstelle für Wohnungslose die Voraussetzungen geschaffen, um auch hier digitale Teilhabe zu ermöglichen. In Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Duisburg wurde ein Self-Service-Terminal eingerichtet. Laut dem Diakoniewerk kommt das Angebot bei den Hilfesuchenden gut an und wird immer öfter genutzt. Die 45. Duisburger Akzente finden ab dem 1. März 2024 unter dem Motto Familienbande statt. Kulturschaffende aus Duisburg und Umgebung können sich mit ihren Ideen beteiligen. Ab sofort können bei der Stadt Duisburg Förderungen beantragt werden. Förderung gibt es für künstlerische und kulturelle Produktionen, die im Akzente-Zeitraum präsentiert werden und öffentlich zugänglich sind. Die Förderanträge stehen auf der Homepage der Duisburger Akzente zum Download bereit und müssen bis zum 29. Oktober eingereicht werden. Am 26. August findet der Artenschutztag vom Zoo Duisburg statt. Für Kinder wird es eine Artenschutzrallye geben, die die Rätselfreunde durch den Zoo und zu allen Artenschutzpartnern führen wird. Infostände geben einen Einblick in die weltweite Arbeit zum Schutz der biologischen Vielfalt. Die Artenschützer der Organisation Yaku Pacha informieren über den Schutz von Delfinen in Südamerika. Weitere Angebote und Informationen zum Schutz von hochbedrohten Tierarten runden das kostenfreie Angebot am Artenschutztag ab.